In diesem Video fahre ich bergauf, jage über Kopfsteinpflaster, fahre auf einen Bordstein zu, heize über Schotter, hab Gras unter den Reifen und bin faul. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Heute schönes Wetter und der Fahrtest mit dem Iohawk Exit Cross beginnt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Rausgeschoben ist der Exit Cross schnell. Blöd wird's dann aber, wenn man noch Stufen hoch muss, denn das Ding wiegt dann doch 20 Kilo. Ja, und bevor ich ihn dann zusammenklappe, schnappe ich mir lieber an der Lenkerstange und am Board. Das geht auch gut. Was macht man hier alle für ein bisschen Fahrspaß? Puh, leicht ist anders. In der Ebene fahren die Roller ja 20 km/h, so wie sie zugelassen sind. Die Frage ist, was machen sie denn am Berg? Ja, was ein Zufall, direkt bei mir vor der Haustür ein Berg. Also fahren wir mal berghoch. Ja, und da wollt ihr natürlich gleich wissen, Berg, was für eine Steigung hat das Ding denn? Wir haben hier eine 10%ige Steigung direkt vor der Haustür. Eine weitere Frage, die sich stellt, anfahren am Berg. Man muss ja ein bisschen Schub geben. Wie funktioniert das mit dem Exit Cross? Ja, als erstes mal den Hahn auf, kräftig anschieben und dann kommt er nach einer Gedenksekunde oder so. Die Akkus sind komplett vollgeladen, 10%ige Steigung. Fahren wir mit 18 km/h hoch. Ich selber bin ungefähr 75 Kilo schwer. So, dass ihr das ungefähr einschätzen könnt. Und bergab, wenn man vom Gas geht, kann man auch noch bedeutend schneller unterwegs sein. Da sind wir jetzt bei 35 km/h, 36. Was die Bergfahrt angeht, kann man schon sagen, das Ding hat Dampf. Aber da mag jetzt der eine oder andere sagen, ist ja schön und gut. Ich bin jetzt nicht der Schwerste. Was passiert denn, wenn jemand, der sagen wir mal 25 Kilo schwerer ist, auf dem Ding bergauf fährt? Das simulieren wir jetzt. Denn ich habe hier einen Rucksack mit 25 Kilo Salz drin. Den setze ich jetzt auf und dann fahren wir normal hoch. Und jetzt gehen wir Vollgas und fahren hier mit 13 km/h den Berg hoch. Aber angenehm ist anders, aber es geht gut. Schafft er, kann man sagen, noch ganz gut. Aber man kann festhalten, ein Roller, der mit leichten Leuten unterwegs ist, ist klar im Vorteil. Boah, und ich kann euch sagen, ich bin froh, bin ich leicht und schleife nicht die 25 Kilo mehr mit mir rum. Boah, es killt einen ja. Ja, ich glaube, man kann hier jetzt mal ein paar Sachen festhalten. Wenn man mit dem Roller über Kopfsteinpflaster fährt, auch hier immer wieder kurze Abschnitte in der Straße, das bringt ihn keineswegs aus der Balance oder in Schwierigkeiten. Man fühlt sich auf dem Fahrzeug auch bei Unebenheiten sicher. Auch schlankere Bordsteine kann man ohne Probleme hochfahren. Funktioniert das ohne Probleme. Es lässt zwar natürlich schon ein bisschen Schlag am Gerät, also die Federung ist nicht wirklich so weich, als dass die das komplett wegschluckt. Aber andererseits geht man auch nicht über Bord. Das ist also eine saubere und feine Sache. Er zieht gut am Berg an. Einfacher ist es, wenn man zweimal anschiebt mit dem Fuß als nur einmal. Dann funktioniert das Anfahren ein bisschen leichter am Berg. Bergab einfach rollen lassen, da braucht man kein Gas geben. Dann kommt man auch ohne Probleme über die 20 km/h Limit.
Auch auf größeren Kopfsteinpflasterflächen wie jetzt hier in unserem Dorfkern hat der Exit Cross nicht wirklich ein Problem. Ich stehe gut drauf. Es vibriert natürlich alles ein bisschen, aber es klappert nichts. Er lässt sich noch gut steuern, man kann sich gut in die Kurve legen, also pflastersteinfähig ist das Ding auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier unten im Dorf noch einen schönen Bordstein gefunden, einmal mit Auffahrhilfe, einmal ohne. Und jetzt fahre ich mal den Bordstein hoch, der wirklich reiner Bordstein ist. Natürlich kann ich da nicht einfach gegenknallen, das würde nicht funktionieren, da gehe ich wahrscheinlich wirklich über den Lenker. Sondern ich muss ein bisschen vorne den Lenker hochreißen und dann mit dem Vorderrad drüber und das Hinterrad nachziehen. Und bei normaler Geschwindigkeit, jetzt natürlich nicht zu schnell, funktioniert das eigentlich relativ gut. Und bei dem Bordstein, der eine kleine Auffahrhilfe hat, geht das Ganze noch einfacher. Da kann man tatsächlich im Schritttempo ohne Probleme hochfahren, weiterziehen. Das macht also wirklich Spaß und Bordsteine sind nicht wirklich ein Abstiegsgrund, würde ich mal sagen. Während ich jetzt hier so durchs Dorf geflogen bin, sind mir noch folgende Dinge aufgefallen. Die Bremsen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, kann man sie dosieren. Es ist ein bisschen ein schwammiges Bremsen, würde ich sagen, am Anfang, wenn man aber mal weiß, wo die Bremspunkte sind. Dann kriegt man den Scooter damit gut zum Stehen. Habe aber auch schon die eine oder andere Bremsspur leicht gezogen, weil es hinten doch relativ leicht blockiert. Ansonsten Fahrhandling weiterhin sehr gut. Ich fühle mich sicher auf dem Ding. Die Geschwindigkeit hält da in der Ebene gut bei 20 km/h. Ich habe das jetzt nicht per GPS nachgemessen. Ob er jetzt 19 oder 20 fährt, mein Gott, davon geht die Welt nicht unter. Ich würde es merken, wenn er nur 15 oder 10 fahren würde. Von daher, die 20 km/h gehen für mich in Ordnung, die Geschwindigkeit. Schön wäre natürlich irgendwie ein Powerkit für 25 km/h in der Ebene. Aber dann kotzt ja schon gleich wieder der Gesetzgeber. Anyway, eine Sache fehlt noch. Und das ist eigentlich die spannendste. Schotter. Wo ist Jens, wenn man ihn einmal braucht? Ich brauche Schotter. Ja, auch das einarmige Fahren funktioniert, solange der Untergrund eben ist. Wenn es aber zu sehr Bodenwellen gibt oder Schotter, wird es sehr unangenehm. Aber so, in der Fahrt jetzt geht's. Schotter kann man fahren, sogar einarmig funktioniert das. Man muss halt ein bisschen aufpassen mit den Beinen, ausbalancieren. Funktioniert wunderprächtig. Und das Ganze in wunderschöner Landschaft. Auf Schotter macht der Exit Cross richtig Spaß. Man kann auch mal ein bisschen was bremsen lassen und eine kleine Bremsspur ziehen, ohne dass einem gleich Gummi abhanden kommt. Aber nicht nur Schotter kann er, sondern es heißt ja auch Gras, geht damit auch. Also ist hier eine kleine Wiese und da fahre ich durch, stelle fest, das Gras ist ein bisschen matschig und tiefer. Da kommt er nicht mehr ganz so gut vom Fleck, hat aber genug Power, um weiter am Rollen zu bleiben. Auf der Rückfahrt dann wieder zurück zum Weg geht es leicht bergab und da spielt er natürlich seine Power aus und kommt in Fahrt. Es ist wellig, hubbelig, aber das macht dem Ding gar nichts. Die Reifen greifen und wenn man ein bisschen in die Knie geht und mitgeht mit den Huppeln, so ein bisschen wie, weiß auch nicht, Skifahren, Snowboarden dann. Man darf halt nicht stocksteif auf dem Roller stehen und sich festhalten, als wenn man da festgenagelt, sondern man muss ein bisschen mitgehen und dann, hey, wunderbar, das ist astrein, kann man ohne Probleme mit dem Ding fahren. Also was ich bisher festgestellt habe, Offroad-tauglich ist er. Also diese Werbeaussage kann ich so unterschreiben. Ja, und in der Ebene anfahren ist auch nicht wirklich schwer. Fuß drauf, Gas. Together escape.
Nicht nur im Stehen fahren kann man auf dem Exit Cross, sondern wenn dann mal die Beine wehtun, man nicht mehr will, kann man sich auch hinsetzen. Ich habe es probiert, auf Schotter geht das. Man könnte das auch noch ein bisschen besser machen, indem man den Lenker runterstellt dann. Dann müssen wir die Arme nicht ganz so ausstrecken. Ansonsten auf Schotter hier super gefahren, überhaupt keine Probleme, sicher. Der Reifen rutscht vorne nicht weg, man hat jederzeit Traktion hinten. Also mit so einer Art Feldweg, wie ich ihn jetzt gefahren bin, macht super Spaß. Und auch ein Ausflug auf Gras ist jederzeit möglich, solange es nicht zu hoch ist oder zu sumpfig, matschig. Kommt der Scooter damit auch zurecht, natürlich nicht mehr mit 20 km/h, sondern vielleicht nur noch mit 15. Oder je nach Grasart nur 10, aber er quält sich durch und wurstet sich ans Ziel. Die Gasannahme hier in der Ebene, man muss den Scooter wirklich nur ein klein wenig anschieben, dann kommt die Gedenksekunde und dann geht der Schub los. Der Tacho springt immer so zwischen 19 und 20 km/h hin und her. Ich spüre aber nicht, dass es irgendwie so eine Ruckbewegung gibt und man immer so 19, dann wird er wieder eingebremst bei 20 und dann geht es wieder vorwärts. Stelle ich nicht fest, weder vorhin auf Teer noch jetzt hier auf dem Schotter- und Grasbelag. Nach dem Härtetest heute gibt es für den Exit Cross von Iyo Hawk auf jeden Fall einen ziemlich dicken Daumen hoch. Das Ding macht Spaß auf unterschiedlichen Belägen, fährt sicher und man kommt ans Ziel. Ich verabschiede mich hier von euch in der natürlichen Umgebung eines Exit Cross. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten möchte ich noch sagen, das Video oder das Produkt ist in keinster Weise gesponsert oder unterstützt von Iyo Hawk. Den habe ich mir selber gekauft und das Video ist auf meinem Mist gewachsen. Uns zwei hier werdet ihr auf jeden Fall hier und da wiedersehen in unseren Reisevideos. Wir sind ja mit einem Kastenwagen unterwegs normalerweise. Und das hier ist unser Range Extender für unsere Spots, an denen wir uns so aufhalten. In der Natur, genau an solchen Wegen und Straßen. Bis demnächst, macht's gut, ciao. Auffährt. Das simulieren wir jetzt. Nur ein klein wenig anschieben, dann kommt die Gesenksekunde. Dann kommt die Gedenksekunde.